Radio B138. Rock Talk Power Button. Die Sendung über Zocken, Gaming-Kultur und Hardware. Ja, willkommen zurück hier bei Rock Talks Power Button. Ich bin natürlich Rock Talks. Willkommen hier an diesem schönen Sonntag hier auf Radio B138 natürlich zu einer weiteren Sendung über Hardware, Spiele und Spielekultur natürlich. Wir haben heute ganz viel vor. Einmal haben wir hier eine CD da, die heißt Simmotions. Hat was mit Sims 4 zu tun. Was genau, erfahren wir noch im Laufe der Sendung. Weiters konnte ich für Sie die Battlefield Hardline Beta anspielen. Heißt, ich habe auch schon einen kleinen Preview gemacht, um was es in Battlefield Hardline so geht und wie es ungefähr abschneidet. Und natürlich haben wir auch noch die Gaming News. Es war jetzt die E3, es sind ganz viele Sachen wieder angekündigt worden. Und da habe ich auch noch ein bisschen Informationen für Sie. So, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Stunde mit mir. Wir fangen jetzt gleich mal mit ein bisschen Musik und dann geht's gleich weiter mit den Simmotions oder was das jetzt auch immer ist. Thank you.
Hallo, Servus und herzlich willkommen. Ich bin Florian Heider von der Gangstar. Ihr hört Rock Talks Power Button auf Radio B138. Wieso ich so komisch spreche? Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß damit. Ja, willkommen zurück hier bei Rock Talks Power Button. Soundtracks von Spielen werden immer interessanter für auch die Musikszene. Es kommt immer öfters vor, dass sich Soundtracks von bekannten Spielen sehr gut verkaufen und teilweise auch in die Singlecharts einsteigen. Natürlich achten auch die Publisher darauf, diesen Hype auch noch zu verstärken. Das beste Beispiel ist die CD SimMotions von Electronic Arts und dem Spiel Sims 4. SimMotions ist ein Projekt mit Zusammenarbeit von Electronic Arts und der Creative Industry Pop Akademie von Baden-Württemberg. Auf der CD gibt es 6 Songs von 6 Bands der Pop-Akademie Baden-Württemberg. Die Songs sind dabei an das Leben und Emotionen der Sims angelegt. Die Sims sind die Hauptcharakter aus dem Spiel Sims 4, in dem man quasi als Steuereinheit eine Familie durch das Leben navigiert. Die Songs unterscheiden sich sehr stark voneinander und sollen dabei versuchen, die Emotionen dieser Sims eben einzufangen. Es gibt fröhliche Musik, auch natürlich traurige, wütende und natürlich auch lustige. SimMotion gibt es nur in limitierter Aufgabe. Es gibt gerade mal 2000 Stück, die im Folge eines Gewinnspiels zwischen Amazon und Electronic Arts in Kürze verlost werden sollen. Bei Emotions mitgearbeitet haben zum Beispiel die Bands Square Music, Amsterdam, Alles Alles, Fedora, Cartyman oder Sona. Zum Einstieg hören wir uns noch ein kleines Lied jetzt von SimMotions an. Dann machen wir gleich weiter mit den Gaming News hier auf Rock Talks Power Button von Radio B138. Bis gleich. Was du
Radio B138. So, willkommen zurück bei Your Rock Talks Power Button. Wir machen mal eine kleine Review zu einem Beta-Test. Das gab es jetzt auch noch nicht. Aber wir klicken gleich mal los hier mit der Beta von Battlefield Hardline. Review. A daring daytime heist in downtown Los Angeles today has caused thousands to flee the area. Sky 5 News reporting live at the scene has more on this riveting story. Ja, Battlefield Hardline ist der neueste Teil der Battlefield-Reihe und er ist anders als alle, die es bis jetzt gab. Battlefield war bekannt für einen Militärshooter, darum auch der Name Battlefield, zu Deutsch Schlachtfeld, in dem sie einfach zwei Teams meistens um Flaggenpunkte oder Stationen bekämpft haben, um diese zu erobern. In Battlefield Hardline ändert sich das komplette Szenario. Anstatt jetzt Russen gegen Amerikaner, kämpfen amerikanische Polizisten gegen Mafiosi oder Bankräuber. Heißt, das komplette Spielprinzip versetzt sich jetzt nicht vom militärischen in ein Polizeiszenario und bleibt natürlich den ganzen Battlefield-Markerien, also einen guten Multiplayer, viel zerstörbare Objekte, viele Explosionen und viel Action natürlich treu. Bis jetzt konnte man in der Battlefield Beta nur den Multiplayer anteilen, darum kann ich leider noch nichts zum Singleplayer oder auch zum Koop-Modus sagen. Im Multiplayer gibt es auch bis jetzt nur einen Spielmodus, den Heist-Modus. Bedeutet, Banditen haben zwei Geldtransporter zum Stehen gebracht, versuchen diese zu knacken, um das Geld rauszuklauen. Die Polizei hingegen muss natürlich verhindern, dass diese Tresore aufgebrochen werden und das Geld entwendet wird. Heißt quasi der alte Rush-Modus aus Battlefield Bad Company. Nur anstatt, dass es jetzt um Goldkisten geht, eben mit Geldtransportern. Hierbei kommt schon der erste, szenarische Schwäche des Spiels auf. Es ist ja okay, dass ein Spiel im Polizeiszenario spielt, nur leider wurden Segmente aus dem Militärszenario der letzten Titel übernommen. Zum Beispiel, dass Polizisten Raketenwerfer mit Panzerabwehrraketen tragen, ist mir eher fremd, oder dass es Polizeiautos und oder Helikopter mit Maschinengewehren und Miniguns gibt, ist auch leicht überzogen. Das sind so Sachen, die ein bisschen die Atmosphäre von Hardline zerstören, weil man eben nicht das Gefühl hat, dass hier Polizisten und Gangster gegeneinander kämpfen, sondern eher schwer bewaffnete Staatsdiener gegen schwer bewaffnete Terroristen. Und damit ist auch meines Erachtens die größte Schwäche von Hardline schon abgedeckt. Wie gesagt, szenariotechnisch ist es einfach unausgeglichen. Es ist nicht passend, dass Gangster Minigun, also militärische schweren Waffen haben, die sie gegen Polizisten einsetzen, genauso umgekehrt. Von der Mapgröße ist Battlefield Hardline Wahnsinn. Es ist wirklich eine komplette Innenstadt aufgebaut, in der man mit Polizeiwagen, Motorrädern, Helikoptern, Segways, allem möglichen herumfahren kann und versuchen muss natürlich die Gegenseite daran zu hindern, die Geldtransporter aufzuknacken oder eben das Geld zu entwenden. Natürlich kann man wieder jede Klasse anpassen. Es gibt wieder die vier Grundklassen. Es gibt natürlich wieder die vier Grundklassen: Medic, Supporter, Ingenieur und Scharfschütze. Hierbei unterscheiden sich die Klassen hauptsächlich durch ihre Primärwaffe und ihre Sekundärwaffe und dem Gerät natürlich, das sie dabei haben. So hat der Medic zum Beispiel einen Verbandskasten dabei und kann verletzte Freunde wiederbeleben, hat dann meistens ein Sturmgewehr. Der Supporter benutzt eher ein schweres Maschinengewehr und kann Kollegen mit Munition versorgen. Der Ingenieur kann natürlich Fahrzeuge reparieren, hat auch natürlich den Raketenwerfer dabei und der Scharfschütze hat natürlich sein Scharfschützen-Präzisionsgewehr. Die Klassen sind natürlich auf beiden Seiten gleich, heißt, hier haben wir natürlich wieder einen perfekten Ausgleich. Es kann keine Seite etwas besser als eine andere Seite, hier kommt es wirklich auf das Können der Spieler drauf an. Zur Singleplayer-Kampagne wie eine Koop-Kampagne können wir leider auch noch nichts sagen, Umfang leider daher auch noch nicht. Aber ich habe hier trotzdem schon eine kleine Wertung mal vorbereitet. Wie gesagt, dies ist noch nicht final, das beschränkt sich jetzt rein mal auf den Beta-Test. Wie gut Battlefield Hardline dann abschneiden wird, werden wir dann erst im Herbst sehen, wenn es erschienen ist. Aber trotzdem kommen wir jetzt mal zu einer kleinen Wertung von Battlefield Hardline. Die Grafik gibt es 5 von 5 Frogtalks Power Buttons. Die Grafik hat sich im Gegensatz zum letzten Teil Battlefield 4 wieder ein Stück weit verbessert. Ist natürlich immer noch großartig, kann man echt nicht sagen. Gute Partikeleffekte, Riesenexplosionen, man kann wieder alles zerstören, wenn der Häuser auch ein Kran, der umstürzt. Also es ist alles weit zerstörbar. Grafik natürlich deshalb volle Punktzahl.
Umfang, ja, vorab schwer testbar. Wir wissen nicht, wie lang die Kampagne ist. Wir wissen nicht, ob es einen Koop-Teil gibt. Wir wissen nicht, wie viel Map es gibt im Singleplayer. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Deshalb habe ich jetzt mal vorsichtig hier 3 von 5 Power-Buttons gegeben, weil auch das Polizeiszenario im Moment noch sehr verfehlt wird. Wie gesagt, Raketenwerfer in Polizei, also Polizisten, die mit Raketenwerfer rumschießen, passt nicht ins Bild. Das ist, ja, leider daneben. Deshalb nur 3 von 5 Power-Buttons. Der Spaß, ja, Spaß kann man wieder sagen, guter Multiplayer-Teil. Die Anzahl der Spieler wurde zwar verringert, das merkt man schon. Ich hoffe, es gibt auch wieder die Standard 32 vs. 32 Spieler-Maps wie im Battlefield 4, 3 und natürlich den ganzen Vorgängern. Darum sage ich jetzt mal 4 von 5 Power-Buttons, wie gesagt, Singleplayer natürlich wieder außen vor gelassen. Preis-Leistung ist auch noch nicht testbar, weil wir noch gar nicht wissen, was es kosten wird. Ich kann jetzt nur raten, aber wahrscheinlich wieder um die 50 Euro, wie die anderen Titel zuvor. Das wäre natürlich dann ja wieder ein bisschen teuer für so ein Spiel, aber das kommt eben auch wieder auf den Umfang drauf an, den wir auch wieder nicht testen können. Das ergibt ein Ergebnis von 12 von 15 Powerbuttons. Ergebnis gut. Wie gesagt, nicht final, da wir den Singleplayer noch nicht testen können. Es wird dann auch noch einen ausführlichen Test mit natürlich einer erneuten Wertung dann geben, sobald das Spiel erschienen ist. Wie kann man die Battlefield Beta spielen von Hardline? Das ist ganz einfach, man muss sich nur in den Battlelog, also das Social Media von Battlefield quasi einloggen. Dort kann man sich für den Beta-Kit anmelden, bekommt dann ein per Mail zugeschickt und kann dann sofort spielen. Die Beta hat zurzeit noch keinen Endetermin, wird wahrscheinlich aber noch eine Woche dauern. Danach wird der Beta-Test wieder beendet. Here, you take the wheel. Das war's zu Battlefield Hardline. Wir machen jetzt weiter noch ein bisschen Musik. Genießen Sie den Sonntag und bis dann. It was just two of us alone in the night. We had just met and yet I felt so secure. I told you, please stay for a while under the sky of shooting stars. Please stay for a while beyond the city's crowded streets. I knew, I just knew. When I set my eyes on you, you're all I wanted. You're the one I sing for. I knew, I just knew. When I set my eyes on you, you're all I wanted. You're the one I waited. You're the one I waited for. It's still two of us after all these years. Our love is not gone, and I'm glad I told you. I told you. Please stay for a while under the sky of shooting stars. Please stay for a while beyond the city's crowded streets. I knew, I just knew when I set my eyes on you. I wear
You're the one I waited for. I knew, I just knew, when I set my eyes on you, you're Ja, willkommen zurück hier bei Rock Talks Power Button. Wir machen gleich weiter mit den Gaming News. Gaming News. Ja, es hat sich wieder allerhand getan in der Spieleszene. Die E3 ist vorbei, die inzwischen zweitgrößte Spielemesse in Los Angeles mit ganz viel Top-Neuerscheinungen. Und das Wichtigste erzählen wir natürlich Ihnen jetzt hier in den Gaming News. Wir fangen gleich mal an. GTA 4 ist jetzt endlich für den PC und die Next-Gen-Konsolen angekündigt worden. Und zwar soll es noch diesem Herbst 2014 erscheinen, exklusiv für diese Konsolen, überarbeitet mit überarbeiteter Grafik und auch überarbeiteten Inhalt. Das hat Rockstar im Zuge der E3 angekündigt und die Fans freuen sich natürlich. Der Publisher THQ, der letztes Jahr pleite gegangen ist, wird wieder auferstehen dank eines österreichischen Entwicklers. Das österreichische Entwicklerstudio Nordic Games kaufte über 150 Lizenzen des pleitegegangenen Publishers. Nordic Games möchte den Namen THQ auch wieder aufleben lassen, um dann auch weiterführend diese Lizenzen unter dem Namen THQ zu verkaufen. Und dann noch was für alle Sparfüchse unter Ihnen. Am 19. Juni, also quasi vor 2 Tagen, ist der Steam Sommer Sale gestartet. Der läuft zurzeit immer noch. Das bedeutet, Sie können auf der Online-Plattform Steam zurzeit sehr günstig Computerspiele einkaufen. Auch sehr gute Computerspiele. Einfach mal vorbeischauen, vielleicht finden Sie hier was Interessantes. Das waren die Gaming News. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter mit Musik. Und wir hören uns gleich wieder hier bei Rock Talks Power Button. Purpose to hide your eyes is so well.
wonderful dream. A love, love enough. A love of me. A love, love enough. I want to leave. A love, love enough. Awaken me. A love, love enough. A wonderful dream. A love, love enough. A love of me. A love, love enough. I want to leave. A love, love enough. Awaken me. So, das war's leider schon wieder für diesen Sonntag mit Rock Talks Power Button. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier auf Radio B138. Wie immer gilt, wenn Sie eine Sendung verpasst haben, schauen Sie einfach auf meinen YouTube-Kanal Rock Talks 28. Da können Sie sich alle Folgen nochmal anschauen oder schauen Sie einfach auf meine Website www.rocktalks.at. Da kriegen Sie auch nochmal alle Informationen aus der Sendung. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten. Jetzt geht es hier weiter mit den BBC News und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ihr Rock Talks, auf Wiederhören. Rock Talks Power Button. Die Sendung über Zocken, Gaming-Kultur und Hardware. Mit dem YouTuber Rock Talks. Radio B138.